wo ausschließlich im Zeichen von der neuen individuell praktischen Arbeit, der sogenannten IPA vom Berufsbild Medientechnologe, steht. Bei mir heute als Gast ist für den zweiten Teil auch der Patrick Hölterhof. Der Patrick ist einerseits Berufsbildner und andererseits auch Chefexperte im Prüfungskreis St. Gallen und in dieser Funktion Mitglied von der Arbeitsgruppe, die die IPA entwickelt hat. Eine Arbeitsgruppe, die sehr breit aufgestellt war, so dass wir wirklich sicherstellen können, dass die verschiedenen Druckverfahren und die verschiedenen Herkünfte von Betrieb vertreten sind und wir können gewährleisten, dass wir eine gute und eine seriöse QV-Arbeit oder ein Vorgehen, besser gesagt, ist es eben neu für Sie vorbereitet haben. Der Nachmittag gliedert sich dementsprechend auch in zwei Teile. Einerseits haben wir eine sehr ausführliche, theoretische Einführung in den Prozess von einer IPA, damit Sie verstehen, wer macht was, zu welchem Zeitpunkt, wann müssen Sie welche Dokumente abgeben. Wir machen auch ganz einen kurzen Ausflug in die Dokumente. Es sind Standarddokumente, wie auch die IPA standardisiert ist. Das ist sicher die grosse Neuerung, dass eben das Expertenteam vom Kanton nicht mehr mit dem grossen Gouverneur vorbeikommt am ersten Prüfungstag und das ein Kandidat oder eine Kandidatin auf den Tisch legt, sondern dass eben die Rollen und Funktionen sich ganz neu verteilen und dementsprechend die Prüfung anders, als sie das bisher kennen, aufgebaut ist. Nach dieser sehr theoretischen Einführung im Prozess und ins Wesen von einer IPA wird der Patrick mit Ihnen im zweiten Teil vom heutigen Nachmittag einen Einblick geben und einen Ausflug machen in die Welt der Arbeiten, die möglich sind. Er wird Ihnen ein bisschen erklären, was kann man einreichen an Arbeiten, so dass Sie eine gewisse Sicherheit haben in der Planung, wenn es auf das QV 2023 zugeht, dass Sie wissen, in welche Richtung müssen Sie denken. Der heutige Nachmittag ist eine reine Informationsveranstaltung. Es ist also nicht im eigentlichen Sinn eine Expertenschulung oder eine Schulung für Fachvorgesetzte, sondern tatsächlich ein Informationsblock. Die anderen beiden Schulungen kommen im Sportsommer 2022. Organisatorisch finden Sie, wenn Sie im Zoom in Ihre Menüliste schauen, die Funktion Q und A. Dort können Sie im Lauf von dem Webinar Fragen stellen. Sie dürfen das selbstverständlich auch im Chatfenster machen. Wir sammeln die Fragen über den ganzen Nachmittag und werden am Schluss nach dem Referat von Patrick Hölterhof unter einer Pause Ihre Fragen, soweit das möglich ist, gerade direkt beantworten. Überall, wo wir nochmal recherchieren müssten oder in den Dokumenten nachschlagen, würden wir Ihnen im Nachgang dann eine telefonische oder eine schriftliche Antwort per E-Mail geben. Sehr viele Dokumente, die wir uns heute darauf beziehen, die finden Sie online auf der Viscom-Webseite im Bereich Grundbildung. Dort in der Unterrubrik Tools für die Ausbildung unter den offiziellen Dokumenten finden Sie die Ausführungsbestimmungen zum Qualifikationsverfahren. Sie finden Bildungspläne, Sie finden Bildungsverordnung und andere Dokumente, die amtlich sind und zu dieser Ausbildung gehören. Sie sehen den Fahrplan vom heutigen Nachmittag. Wir werden Ihnen etwas über den Ablauf von so einer IPA erzählen. Ganz generell auf einer Zeitachse. Sie sehen die Übersicht von einer Gesamtbewertung. Dann gehen wir Schritt durch den Ablauf durch. Wir schauen im Detail nochmal die Gesamtbewertung an. Wir schauen, was kommt auf die Expertinnen und Experten zu. Was müssen die können? Was wird von ihnen verlangt? Was müssen Sie machen? Das Gleiche gilt dann für die vorgesetzte Fachkraft und für die Lernenden. Alles, was Sie sehen heute am Nachmittag, ist fester Bestandteil von diesen Unterlagen, die Sie nachher auch überkommen, wenn es um die richtige Erstprüfung geht. In dem Sinn machen wir Sie das erste Mal vertraut mit der Bildsprache von dieser Prüfung und Sie werden sehen, es ist einfach und verständlich aufgebaut. Wir haben auch einen Testlauf gemacht mit zwei Betrieben, wo wir die Dokumente mal zum Durchspielen gegeben haben. Auch für Sie ist sehr vieles selbsterklärend gewesen. Wir verwenden die gleiche Grundlage auch für andere Berufe wie den Printmedienpraktiker oder den Interactive Media Designer.
Sie müssen die Details noch nicht lesen. Wir schauen es Punkt für Punkt miteinander an. Wichtig für Sie zum Wissen. Sie sehen, so zwischen etwa Mitte Januar und Ende Mai passiert etwas zu dieser IPA. Manchmal ist es nur ganz eine kurze Sequenz. Manchmal ist es dann die Prüfung oder die Arbeit selber, die etwas länger dauert. Sie finden auch mit diesen farblichen Punkten markiert, nachher auch erklärt in den Unterlagen, wo Sie dann zum QV überkommen, welche Partei kommuniziert zu welchem Zeitpunkt mit wem. Die Farben sind immer gleich. Wenn wir in die Gesamtbewertung hineinschauen, auch hier eine Übersicht, die wir im Detail besprechen werden heute am Nachmittag, sehen Sie, wie setzen sich die Positionen von dieser IPA zusammen. Wer ist wenn gefragt, wer kontrolliert wenn etwas und wer tut wenn irgendwo ein Resultat bekannt geben. Wenn wir uns Schritt für Schritt jetzt durch den Ablauf durcharbeiten, das ist die erste Grafik, die Sie gesehen haben. Am Anfang steht die Aufgabenstellung der IPA. Der grüne Punkt mit dem Pfeil zum blauen Punkt heisst, der Chefexperte kommuniziert mit der vorgesetzten Fachkraft, mit einer Berufsbildnerin oder mit einem Berufsbildner. Schickt ein Formular, wo man ausfüllen muss, wo man die Arbeit eingeben. Dann machen Sie sich Gedanken im Betrieb. Circa Mitte Februar, Sie besprechen das auch mit Ihrem Lernenden oder mit Ihrer Lernenden, geben Sie die Aufgabenstellung ein beim Chefexperten, bei der Chefexpertin. Das sieht so aus. Auch da, Sie müssen es nicht lesen können. Es ist ein Beispiel, das wir durchgespielt haben in der Testphase. Sie sehen es hier ein bisschen detaillierter, wie das könnte aussehen. Beim Punkt 2 haben wir beispielsweise jetzt ein Kreuz, Bogenoffset. Also das ist eine Arbeit Bogenoffset. Da hat es einen Umschlag, der vierfarbig gedruckt wird. Auf der Aussenseite gibt es noch einen Seidematten Dispersionslack. Sie sehen im unteren Teil, und das ist vielleicht im Vergleich auch mit anderen Berufen, die Sie kennen, die eine IPA haben, etwas Besonderes in der Medientechnologenprüfung. Sie haben sogenannte Kann-Kompetenzen, also es gibt Kompetenzen, die verpflichtend sind, Leistungsziele, die verpflichtend müssen, erfüllt sein in dieser Prüfung. Und es gibt freiwillige, eben die sogenannten Kann-Kompetenzen. Wir nehmen jetzt hier einmal das Kreuzli beim E1, Farben herstellen und mischen. Und auf der nächsten Seite sehen wir dann das Kreuzli beim E5, Druckerzeugnis veredeln. Das wäre dann der seidematte Lack um den Umschlag herum mit einer gesonderten Kompetenz, die so deklariert werden kann. Sie werden in der Schulung im nächsten Sommer ganz intensiv mit diesen Formularen üben und sehen dort auch nochmal, was ist möglich bei den Kann- und was ist möglich bei den Soll-Kompetenzen. Dann sind wir etwa Mitte März auf dem Zeitstrahl. Die Chefexpertin oder der Chefexperte hat ihre Aufgabenstellung bekommen von Ihnen und die wird geprüft. Es gibt da verschiedene Wege, wo das Ganze jetzt gehen kann. Es kann sein, dass die Arbeit gut ist. Bis etwa Ende März ist die geprüft vom Chefexperten oder der Chefexpertin. Dann gibt es eine Rückmeldung. Die kann sein, Korrektur. Wir sehen, Sie erfüllen die Bedingungen noch nicht ganz. In den Sollkompetenzen fehlt uns noch etwas. Oder man hat vielleicht das Gefühl, Sie haben alle Kann-Kompetenzen angekreuzelt und man ist sich nicht so sicher, können Sie den vorgegebenen Zeitrahmen einhalten. Dann gibt es vielleicht eine Rückmeldung an Sie, dass Sie da nochmal geringfügige Korrektur müssten anbringen. Es gibt dann ein Okay. Und dann, etwa Mitte April, fangen Sie mit den Vorarbeiten an. Sie schauen nochmal, wie Sie das machen mit dem Auftrag, müssen wir Papier haben, brauchen wir Platten, was auch immer dazu gehört. Sie besprechen nochmal mit dem Kandidat, mit den Lernenden, mit dem Lernenden, die Inhalte von dieser Prüfung.
Auch Mitte April findet die erste Interaktion vom Lernenden mit den Experten statt. Zu den Experten muss man sagen, die kommen neue Rollen über. Das sind meistens zwei Personen, die im Rahmen dieser IPA einen Betriebsbesuch machen. Die machen dann irgendwann in aller Regel nicht zum Start des Projekts, sondern eben irgendwo im Verlauf in der Mitte mal. Die Expertinnen und Experten sind mehr Begleiter und haben in der zweiten, dritten und vierten Teil dieser IPA eine wichtige Funktion. Während der Arbeit selber im Betrieb sind sie als Berufsbildnerin oder als Berufsbildner die Schlüsselperson dieser Prüfung. Sie beurteilen die Kandidatin oder den Kandidat in diesem Prozess. Wir wissen aus anderen Berufen, dass im ersten Moment könnte der Verdacht aufkommen, ja, wenn man dann den eigenen Lernenden tut, beurteilen, gibt das sehr wohlwollende Benotung. Also wir haben den Luther Sechser zum Beispiel. Und ich kann Sie aber beruhigen, das wissen wir selber, das sind aber auch Erkenntnisse von anderen Branchen, dass meistens Berufsbildnerinnen und Berufsbildner viel, viel strenger beurteilen, als das vielleicht eine externe Expertin würde machen. Die erste Interaktion jetzt vom Lernenden mit den Experten findet im Sinn vom Abgeben von der sogenannten Lerndokumentationen statt. Es gibt verschiedene Arten von Dokumentationen in einer Ausbildung. Die Lerndoku, die kennen Sie vielleicht noch als Arbeitsbuch aus Ihrer eigenen Ausbildungszeit. Ein Arbeitsbuch, wo Sie zu Situationen erstellen, wo Sie irgendetwas gelernt haben im praktischen Arbeiten, im Berufsalltag. Sie haben gelernt, bei meiner Maschine da muss ich ganz speziell schauen, wenn ich Greifer einstelle, dann haben wir die und die Spezialität, die gibt es nur an dieser Maschine. Oder Sie haben eine Situation zum Wald zu erstellen, wo der Lernende eine Lerndokumentation oder so einen Eintrag ins Arbeitsbuch macht. Also es ist ein Erfahrungsschatz vom Jugendlichen, den er sammelt in diesen vier Ausbildungsjahren. Die Lerndokumentation, die wird manchmal ein bisschen besser und manchmal ein bisschen weniger gut gemacht. Es ist nicht eine Erfindung vom Verband, sondern es ist ein verpflichtendes Instrument im Rahmen vom Berufsbildungsgesetz auf eidgenössischer Ebene. Sprich, Sie sind eigentlich dazu verpflichtet, Ihren Lernenden auch dahingehend zu motivieren, dass er die Lerndoku schreibt und die Lerndoku auch regelmäßig mit ihm zu besprechen, zum Beispiel im Rahmen von einem Semestergespräch. Die Lerndoku, die Ihren Lernenden, wo Ihre Lernende formuliert und schreibt, die kann man elektronisch machen auf C4. Da gibt es eine Anleitung. Sie lernen das aber auch im UK, wie es funktioniert. Und dann, am Zeitpunkt X, etwa Mitte April, wenn die letzte Lerndoku vielleicht noch geschrieben ist, wenn die letzten Korrekturen gemacht sind, dann kann man die mit einem einfachen Mausklick freigeben zuhanden von den kantonalen Expertinnen und Experten. Das ist die erste Interaktion von Ihrem Lernenden im Rahmen des QV. Aber wie ich schon beschrieben habe, eigentlich fängt das QV am ersten Tag der Ausbildung an. Der Patrick wird nachher noch zwei, drei Sätze ein bisschen vertieft sagen zum Thema Lerndokumentation. Wir sind einen Schritt weiter auf dem Zeitstrahl. Im wichtigsten Moment nach den ganzen Vorarbeiten kommt der Start der IPA, ca. Mitte April. Es gibt kein festes Datum, sondern man lässt da eine gewisse Bandbreite spielen, mit dem Hintergedanken, wenn Sie einen Auftrag aus der Praxis haben, wo Sie möchten als Prüfungsobjekt definieren, dann brauchen Sie eine gewisse Flexibilität, was das betrifft. Nochmal zum Inhalt von so einer Arbeit wird Ihnen der Patrick nachher mehr erzählen. Sie sehen, auch da gibt es Dokumente, wo der Lernende begleitet, wo Sie begleitet in dieser Prüfung. Jeden Abend schreibt der Lernende ein detailliertes Arbeitsjournal, was er den Tag durchgemacht hat. Das Arbeitsjournal, wo nachher auch der kantonale Experte dem Team von zwei Personen zur Verfügung gestellt wird. Gleichzeitig, auch da, Sie müssen es nicht probieren zu lesen, es ist für Sie mehr informativ, kommen Sie
ein Beobachtungsprotokoll über, wo sie als vorgesetzte Fachkraft in der Zeit von dieser Prüfung ausfüllen. Das ist also noch nicht die Bewertung, sondern es ist das Beobachtungsprotokoll, wo sie verschiedene Kriterien schriftlich festhalten. Und jetzt ist der Expertenbesuch individuell mit ihnen vereinbart, kommen die zwei Personen im Verlauf von dieser IPA vorbei und besuchen sie. Und auch das Expertenteam hat das Protokoll, das geführt wird, das sogenannte Beobachtungsprotokoll für Expertenbesuch. Auch da wird schriftlich festgehalten, wann ist der Experte da gewesen, was hat er beobachtet. Es gibt ein paar Kriterien, die erwähnt sind, mit einer ganz einfachen Checkbox, wo man ankreuzeln kann, welche Beobachtungen hat man im Rahmen von dem Besuch bei Ihnen in Betrieb gemacht. Circa Mitte Mai ist der letzte Abgabetermin. Dann werden zuhanden vom Expertenteam alle Unterlagen gesammelt. Das Journal, es gibt eine Dokumentation über das Ganze, die der Lernende wird müssen verfassen, über die Prüfung selber, und die verschiedenen Beobachtungsprotokolle werden gesammelt. Ein Blick in die Gesamtbewertung rein. Sie mögen sich erinnern, ist die zweite Übersicht gewesen, die ich Ihnen am Anfang vom heutigen Nachmittag gezeigt habe. Da sehen Sie die verschiedenen Positionen, die jetzt bewertet werden. Die Arbeit ist fertig, die Dokumente sind abgegeben bei den Experten. Es findet eine Bewertung von der Position 1, also von der eigentlichen praktischen Arbeit statt. Die Bewertung nehmen Sie vor. Das Bewertungsformular ist vorgegeben. Man tut wieder die Kompetenzen, die Sie aus dem Bildungsplan heraus kennen, abfragen. Die Soll- und die Kann-Kriterien abfragen. Und Sie können da dazu jeweils Punkte vergeben. Und das führt zu einer Gesamtnote. Das ist die Aufgabe von Ihnen als vorgesetzte Fachkraft. Sie sehen hier einen Einblick in die Tabellen hinein, ohne dass wir auf alle Details eingehen. Auch das werden Sie im Detail im Rahmen der Ausbildung im nächsten Sommer, wo verpflichtend ist für die Experten und für die vorgesetzten Fachkräfte, noch im Detail mit auf den Weg bekommen, dass Sie sehen, wie gehen Sie um mit dieser Bewertung. Sie kommen die Dokumente zum Üben über, dass Sie einmal durchspielen können, was passiert, wenn ich in den Punkten ein bisschen milder oder ein bisschen härter beurteile, wie verändert sich das auf das Schlussergebnis. Zu dieser Position 1 gibt es eine Besprechung zwischen den Experten und der vorgesetzten Fachkraft. Sie müssen jeden Bewertungspunkt in diesem Dossier begründen. Es gibt das Dokument Bewertungshilfe, das Sie mitbekommen, wo Sie sich auch daran orientieren können, wenn Sie mal unsicher sind. Es gibt eine formale Kontrolle, die Experten kontrollieren auf die Vollständigkeit, ist alles grundsätzlich super ausgefüllt. Und dann gibt es eine Einigung, man tut das Ergebnis und Ihre Bewertung plausibilisieren, es gibt vielleicht eine Besprechung miteinander und dann setzt man die definitiven Punkte für den Teil von dieser praktischen Arbeit, wo, Sie haben es vorher gesehen, mit 60% zu dieser gesamten Position praktische Arbeit zählt. Wir haben dann Position 2, das ist die Dokumentation, die der Lernende geführt hat während der Prüfung selber. Expertinnen, Experten setzen für die Dokumentation eine Note. Die Dokumentation zählt mit 10% zu dieser ganzen praktischen Prüfung. Es gibt dann eine Präsentation, die der Lernende haltet gegenüber den Experten. Der Patrick sagt noch etwas zu den Zeitgefässen nachher, wo die Präsentation in Anspruch nimmt. Auch diese Präsentation zählt mit 10% zu der ganzen IPA,
auch diese Note setzen die kantonalen Expertinnen und Experten. Und schlussendlich die vierte Position von dieser IPA, sogenannte Fachgespräch, wo Experten mit dem Kandidat ein Gespräch führen. Da kommt jetzt wieder die Lerndokumentation oder das Arbeitsbuch zum Tragen, wo ihren Lernende über die vier Ausbildungsjahre formuliert hat. Das Arbeitsbuch dient nämlich genau als Grundlage für die Vorbereitung auf das Fachgespräch für die Experten. Die Experten kommen so einen Eindruck über, ich komme in einen Digitaldruckbetrieb, wo die und die Spezialitäten hat in der Ausbildung. Oder ich komme in einen Rollen-Offset-Betrieb, wo nur ein Magazin produziert. Oder ich komme in einen Bogen-Offset-Betrieb, wo eher auf Kleindrucksachen spezialisiert ist. Das liest man in der Regel aus dieser Dokumentation raus. Das hilft einem, das Gespräch mit der Kandidatin und dem Kandidat vorzubereiten. Und es ist Grundlage für ein faires Gespräch mit ihren Lernenden. Wir sehen aus anderen Berufen, wo schon seit Jahren intensiver in den begleitenden Dokumenten mit den Arbeitsbüchern arbeiten als Voraussetzung für eine IPA, dass Lernende, die mehr Dokumentationen geschrieben haben, auch viel, viel sattelfester sind im Fachgespräch, weil natürlich die Expertin oder die Expertin viel einen grösseren Fundus an Grundlage hat, um sich auf das Gespräch vorzubereiten, und dementsprechend dreht sich vielleicht das Gespräch viel, viel mehr um die vorhandenen Lerndokus. Es wird schwierig für die Experten, wenn nichts vorhanden ist, und dann wird es auch schwierig für den Kandidat, weil dann muss man sich in einem Gespräch wiederfinden, wo grundsätzlich die Experten sagen, die welche Richtung, dass es gehen soll, und nach eigenem Bauchgefühl müssen Fragen entwerfen. Das alles führt zu einer Gesamtbewertung von dieser Position praktische Arbeit. Die Gesamtbewertung muss nachvollziehbar sein, sie muss begründet sein, überall dort, wo vielleicht ganz eine gute oder ganz schlechte Note vorhanden ist. Man will, dass die Angaben richtig sind, dass auch da sind die Experten in der Pflicht, das alles zu kontrollieren, bevor dann das ganze Paket weitergeht an die Chefexperten, an die Chefexpertin, die da eine wichtige Rolle haben. Auch sie tun die Begründung nochmal quasi als dritte Partei, außerstehende Partei, nachvollziehen. Schauen, ist es vollständig? Sind die Angaben richtig? Wo nötig? Gibt es nochmal eine Rückfrage zum Expertenteam oder sogar eine Aussprache, bevor die Note gesetzt wird, definitiv. Es geht dann als Mischung, je nach Kanton sind die Prozesse ein bisschen anders, aber in der Regel sammelt der Chefexperte die Noten auch aus den anderen Prüfungspositionen, also aus der Berufskenntnisprüfung und eben die anderen schriftlichen Elemente, die es noch gibt, Erfahrungsnoten, die dazukommen. Und dann gibt es eine Gesamtbenotung in der Regel, die als kantonales Amt für Berufsbildung geht. Und dann gibt es durch das kantonale Amt für Berufsbildung die Noteneröffnung am Kandidat mit allen üblichen Möglichkeiten vom Rechtsweg. Das ist ein erster theoretischer einleitender Teil gewesen. Durch die Prozesse, einerseits auf der Zeitachse, durch die verschiedenen Abschnitte, andererseits, wenn mal eine Erläuterung, wie findet die Bewertung statt. Ich gönne Ihnen ein paar Minuten Verschnaufpause. Wir treffen uns in 5 Minuten wieder da und würden dann im nächsten Theorieblock hineinschauen, bevor wir einen Blick in die Praxis werfen.
Ja, willkommen zurück nach dieser kurzen Pause. Wir möchten jetzt einen Blick auf die verschiedenen Rollen, auf die Abläufe im Rahmen des Qualifikationsverfahrens werfen. Einmal der Ablauf für Expertinnen und Experten. Wir haben gesehen, auf der Teilnehmerliste hat es heute am Nachmittag diverse Experten unter uns. Was müssen Sie wissen, von wo müssen Sie oder über was müssen Sie Kenntnis haben? Einerseits über die Bildungsverordnung, über den Bildungsplan und die Ausführungsbestimmungen. Wie erwähnt, Sie finden es auf der Swisscom-Webseite. Andererseits haben Sie einen Basiskurs gemacht in der Rolle als Expertin oder Experte und Sie haben den Prüfungsexpertenkurs besucht, wo wir im nächsten Sommer, Sportsommer, werden ausschreiben. Wenn Sie das gemacht haben, kennen Sie die Bewertungskriterien von diesen vier Positionen und Sie haben dann am Schluss, und das ist auch Ihre Grundlage zum Arbeiten, eine Aufgabenstellung, wo Ihren Vorgesetzten oder Ihre vorgesetzte Chefexpertin bestätigt hat. Sie beteiligen sich aktiv an der Terminfindung, einerseits für die Präsentation und für das Fachgespräch, beim Start der IPA, dann aber auch für die Besuche, die Sie machen, immer in Absprache mit der vorgesetzten Fachkraft, mit der Kandidatin, mit dem Kandidat. Sie führen das Protokoll über die Beobachtung von dem Expertenbesuch. Sie tun sich vorbereiten auf die Position 4, auf das Fachgespräch, nachdem Sie die Dokumentation von der Kandidatin bekommen haben. Sie haben natürlich eine aktive Rolle in der Bewertung von den Positionen 2, 3 und 4 von dieser IPA, also von der Dokumentation, von der Präsentation und vom Fachgespräch. Sie machen eine formale Überprüfung von der Bewertung von der Position 1, wo die vorgesetzte Fachkraft vorgenommen hat, wie ich das erwähnt habe. Sie diskutieren, es gibt eine Einigung auf eine Notengebung und sie machen Gesamtbewertung von diesen Positionen 1 bis 4, also nochmal die praktische Arbeit, die Präsentation, Dokumentation und das Fachgespräch. Die vier Positionen, die zu deren IPA zählen, bewerten Sie bewerten und geben das weiter an Ihre Chefexpertin oder an Chefexperten. Für Sie selbstverständlich auch, weil Sie vielleicht in einer Doppelrolle sind, einerseits Expertin, Experte, andererseits eine vorgesetzte Fachkraft, ein Ablauf. Was bedeutet es für Sie als vorgesetzte Fachkraft? Auch da, Sie haben von diesen drei Dokumenten, Bildungsverordnung, Bildungsplan und Ausführungsbestimmungen zum Qualifikationsverfahren, Kenntnis. Sie haben Informationen aus der Infoveranstaltung, wo Sie mit auf den Weg bekommen, wo Ihnen die Chefexpertin vom Prüfungskreis oder der Chefexperte nochmal alle wichtigen Informationen gibt zu der IPA. Und Sie sind die Person, die die Position 1 auch wird bewerten. Ihre aktive Beteiligung sieht natürlich ein bisschen anders aus, aus der Optik vom Betrieb. Sie machen die Anmeldung und Aufgabenstellung. Sie machen mit Ihrer Lernenden zusammen eine gemeinsame Formulierung von der Aufgabenstellung, die Sie eingehen. Vielleicht gibt es eine Nachbearbeitung von dieser Aufgabenstellung. Sie kommen vom Chefexperten eine definitive Bestätigung über und Sie tun dann das Protokoll, das Beobachtungsprotokoll aus der Rolle vom Vorgesetzten oder von der vorgesetzten Fachkraft, die Empfehlung lautet, ein- bis zweimal pro Woche ausfüllen. Dann haben wir das Arbeitsjournal, wo Sie täglich unterschreiben. Das heisst, Ihren Lernenden kommt mit dem Arbeitsjournal, leitet Ihnen das nach dem Feierabend oder kurz vor dem Feierabend vor. Sie lesen es und Sie tun das auf Richtigkeit überprüfen und dann unterschreiben. Es gibt dann eine Bewertung von der Position 1, wo Sie, wie bereits erwähnt, zuhanden vom Expertenteam abgeben. Es gibt die Besprechung, wo stattfindet die Einigung auf eine Note zwischen Ihnen und dem Expertenteam.
Schlussendlich auch ein Ablauf für die Lernenden. Auch da ist dazu zu sagen, die Grafik, die Sie hier finden, die finden Sie nachher auch in den Unterlagen, die Sie überkommen mit der Prüfung, so dass Sie wirklich auch visuell sehen, was muss ich zu welchem Zeitpunkt machen. Auch Ihren Lernenden sollte ich vielleicht einmal einen Blick in die Bildungsverordnung und im Bildungsplan werfen und in die Ausführungsbestimmungen. Auch wenn vielleicht da und dort das eine ein bisschen könnte fachchinesisch tönen, ist es, glaube ich, doch ganz gut und interessant, wenn die Jugendlichen wissen, was steht in diesen Dokumenten, die schlussendlich handlungsleitend und bestimmend sind für die ganze Ausbildung und damit eben auch für die Prüfung. Es gibt die Bestätigung von der Aufgabenstellung, die gemeinsame Formulierung aus der Optik von der Kandidatin oder vom Kandidaten. Also besprechen Sie das gemeinsam, schauen Sie gemeinsam, einigen Sie sich auf etwas, wo Sie nachher auf dem Formular zuhanden vom Chefexperten eingehen. Es ist gut, wenn Ihre Jugendlichen die Bewertungskriterien auch kennen. Sie sollen wissen, auf was muss ich schauen während der Prüfung? Was wird bewertet? Und dann gibt es eine Gesamtbewertung, die dann Experten an die Chefexperten abgeben. Ich glaube, auch da ist es wichtig, dass Kandidaten wissen, dass eben der Schritt so vollzogen wird und dass sie als Berufsbildnerin eine wichtige Rolle haben und dass nicht nur die kantonalen Experten irgendwo aus der Ferne, Handgelenk mal Pi, eine Benotung von dieser praktischen Arbeit vornehmen. Wie sieht die Datenabgabe aus? Projektarbeit, Position 1, inklusive Erstellen von einer Dokumentation. Also es gibt irgendwie eine schriftliche Aufstellung in Form von einer Dokumentation, wo der Lernende muss erstellen, wo er festhaltet, was er gemacht hat. Auch da gibt es Vorlagen und Hilfsmittel, damit die Lernenden nicht ganz alles mit neu erfinden, sondern sich können auf bereits vorhandene Papier abstützen. Dokument nachher inklusive ein Arbeitsjournal in der Position 2 werden dann geführt und sauber abgegeben. In einem dritten Schritt dann 3 Exemplare, Dokumentation und das Ergebnis damit von dem Projekt, von dieser Abschlussarbeit, wo der Kandidat der vorgesetzten Fachkraft und im Expertenduo übergibt. Position 3 ist die Präsentation. Die Präsentation findet nicht gerade im Anschluss statt, sondern für die Präsentation, das haben Sie gesehen, in der Aufgabe vom Expertenduo. Die Präsentation wird festgelegt am Tag X und die Lernenden haben dann Zeit, sich auf die Präsentation vorzubereiten. Sie finden bewusst sowohl da als auch nachher in den Ausführungsbestimmungen relativ grosszügige Von-bis-Angaben. Also die Zeitdauer ist nicht in Stein gemeißelt, vielleicht abgesehen von einem absoluten Zeitrahmen, also wenn Sie dann länger als 2 Stunden machen, wäre das definitiv zu lang. Aber Sie haben eine gewisse Bandbreite, wo Sie sich drin können bewegen für die Positionen. Das ist wichtig, das gibt auch im Lernenden ein bisschen Ruhe und ein bisschen Flexibilität und man muss ihn nicht hetzen. Und auf der anderen Seite ist es auch kein Weltuntergang, wenn eine Präsentation nach 10, 12 Minuten vorbei ist und Sie ein Fachgespräch machen, und dementsprechend 35, 40 Minuten dauert. Das soll drinnen liegen. Und auch das Fachgespräch wird nach dem Abgeben von der IPA vorbereitet. Also Ihre Lernenden haben nochmal Zeit, die Lerndokus, die sie verfasst haben in der Ausbildung, durchzulesen und sich nochmal super und seriös auf das Fachgespräch vorzubereiten. Ein Fachgespräch, das im Übrigen auch wird Fragen enthalten, natürlich zu der praktischen Arbeit, die die Jugendlichen gemacht haben, natürlich zu der ganzen Präsentation und Dokumentation, die erstellt worden ist im Rahmen von dieser IPA. Wir machen nochmal ganz eine kurze Pause und haben damit den ersten theoretischen
Block beendet. Nach mir macht der Patrick Hölterhoff weiter, der Ihnen, wie erwähnt, einen Einblick wird geben in die Praxis. Was bedeutet es konkret? Was für Arbeiten sind möglich? Und dann, nach einer wieder kurzen Pause, würden wir von Patrick zu mir zurückwechseln und allfällige Fragen von Ihnen gerade beantworten.
Geschätzte Ausbilderinnen und Ausbilder, geschätzte Betriebe, es freut mich sehr, den praktischen Teil von der IPA Ihnen näher zu bringen. Ganz am Anfang ist mir sehr wichtig, dass wir alle ein bisschen das Projekt IPA mit anderen Augen anschauen. Es wird eine völlig andere Art Prüfung sein. Wir haben es im Vorfeld schon gehört, dass man nicht mit einem Gouverneur kommt wie früher und sagt, lieber Kandidat, liebe Kandidatin, da ist deine Arbeit, sondern dass man wirklich als Betrieb, als Ausbilder, als Chefexperte, als Gesamt eigentlich eine völlig andere Art Prüfung auch werden erleben, wo sicher auch ein bisschen mehr Arbeit gibt, aber dementsprechend effektiv gerechter am Kandidat und auch Ihnen als Betrieb ja gerecht wird. Also von dem her ist es etwas, wo völlig neu ist, wo für alle vielleicht im ersten Moment auch ein bisschen Angst macht, aber ich bin eigentlich heute da und verspreche mir, um diese Angst ein bisschen zu nehmen, weil wir auch schon ein bisschen Sachen durchgespielt haben, weil wir in dieser Art auch schon ein bisschen Pionierrolle hatten und wir es aus anderen Berufen auch ein bisschen wissen, dass es funktioniert und dass es mit ein bisschen einem Weitblick auch gut möglich ist. IPA heisst nichts anderes wie eine individuelle praktische Arbeit. Das heisst, jeder Kandidat kann eine völlig andere oder eigene Arbeit machen. Es ist nicht eins zu eins vergleichbar mit dem Kollegen, der vielleicht in der Schule nebenan gesessen ist, sondern jeder schafft so, wie er es im Betrieb auch gewöhnt ist, 4 Jahre lang gelernt hat und vor allem auf dem Fachgebiet, auf dieser Sparte, wo er stark war, wo sein Betrieb stark ist, kann er auch da zeigen, was er gelernt hat. Wir haben einerseits Produkt oder Produktteil, also das heisst, es kann ein Auftrag sein, den man dafür nimmt, oder nur ein Teil aus einem Auftrag raus. Es können auch Projekt oder Projektteil sein, also auch da wieder Möglichkeit, sehr offen, sehr, sagen wir jetzt mal, spartenfreudig auch können zu argumentieren und die Sachen auch so aufzugreifen, wo dann auch Sinn macht. Auch betriebliche Prozesse oder Teil von einem Prozess kann dafür verwendet werden. Das tönt sehr statisch und sehr trocken. Was heisst das für uns? Das kann zum Beispiel sein, dass man Einstellungsarbeiten oder irgendwelche Sachen an der Maschine selber macht. Ich denke hier an Unterhaltsarbeiten. Vielleicht kann ein Offsetdrucker Walzenstellen integrieren in die ganze Prüfungsarbeit. Man kann aber auch im Digitaldrucker Kalibrierungsarbeit reinnehmen. Oder im Tiefdruck irgendeine Arbeit, die einfach irgendwo täglich begleitet hat oder oft gemacht werden musste. Also man ist hier sehr offen, um nicht nur einzelne Aufträge zu machen, sondern auch Sachen, die halt im Druckalltag für einen Medientechnolog dementsprechend auch wirklich Sinn macht und so auch integriert werden kann. Auch Dienstleistungen oder Teil von Dienstleistungen können drin sein. Also man kann hier auch wirklich, wenn man vielleicht im Betrieb schafft, wo man sehr viel auch mit Kundenkontakt schafft, kann auch ein Verkaufsgespräch oder ein Kundengespräch auch Bestandteil sein, wo man dann halt bewertet und vielleicht mit dem Kunden muss reden, dass er ein Teil von der IPA ist oder sich auch dementsprechend zur Verfügung stellt. Also wir sehen hier trotzdem, dass wir sehr eine vielseitige Branche haben und auch extra den Beruf von der Medientechnologen so also geöffnet haben, dass man möglichst viel Betrieb auch drin nehmen kann und auch zu verankern können, haben wir dementsprechend auch die Prüfungen so, dass man wirklich Möglichkeiten hat, jedem gerecht zu werden und auch von jedem so ein Projekt zusammenzustellen. Projekt zusammenzustellen heisst nicht, dass Ihnen das vorgegeben wird, sondern wie wir schon gehört haben, dass Sie als Firma, Sie als Ausbilder in Zusammenarbeit auch mit dem Kandidat eine faire Sache eingeben können, die dann dementsprechend nach unseren Normen halt geprüft wird, dass man sagt, es muss gleich irgendwo eine Gerechtigkeit da sein, es kann nicht jemand mit weniger Arbeit die gleichen Noten bekommen wie jemand, der sich da sehr viel Arbeit gibt, sondern wir müssen in dem Range sein, wo uns natürlich auch vom Bund und Kanton dementsprechend gegeben sind. Dann der Zeitumfang von der IPA. Wie gesagt, man kann zum Teil auch Unterhaltsarbeiten reinnehmen. Man kann irgendwelche Sachen reinnehmen, die nebst dem Drucken mit den Kann-Kriterien zu tun hat oder eben mit den Muss-Kriterien. Auch da müssen wir ein bisschen schauen, dass wir halt im Range bleiben, logischerweise. Wir haben die Ausführung der Arbeit so definiert, dass 16 bis 24 Stunden
in dieser IPA vollends geschafft werden kann. Das heisst, man kann jetzt nicht nach 3 Stunden fertig sein, man kann auch nicht irgendwelche 30, 40 Stunden daraus machen, sondern da ist der Range, wo wir uns befinden, wo wir dürfen, auch die Projekte zusammenstellen. Wir haben in dem Vorfeld so ein fiktive Projekte gemacht, wir haben die auch dann geprüft. Und es ist gut möglich, mit deren Ergänzung, die wir haben, dass wir eben auch Unterhaltsarbeiten, dass wir auch Teil von den Aufträgen können rausnehmen, verschiedene Aufträge auch können nehmen. Es muss nicht ein Auftrag sein, wo alles beinhaltet. Also, wir alle wissen im Alltag, wir haben nicht einen Auftrag, wo einfach alles drin ist, wo man muss haben, wo von so einer Prüfung gerecht werden wird. Man kann auch nicht ein halbes Jahr zum Voraus sagen, was jetzt genau irgendwo auf dieser Maschine läuft. Und darum haben wir definitiv die Zeitspanne so gewählt, dass man auch mit verschiedensten Bereichen damit arbeiten kann. Es wird auch hier eine Zeitspanne geben von mehreren Wochen, wo einfach ein IPA-Fenster offen ist, wo der Betrieb, logischerweise nach Auslastung, nach vielleicht auch Ferienzeit von irgendeinem Ausbilder oder von einem Kandidat, dementsprechend selber kann frei wählen, in welcher Woche die 16 bis 24 Stunden von der eigentlichen IPA auch erfüllt wird. Also auch hier sehr flexibel, sehr auf Betrieb zugeschnitten. Wir gehen nicht vor, in dieser Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch muss es gemacht werden. Der Betrieb und der Kandidat miteinander wählen den Moment, wo sie die IPH werden absolvieren. Denn die Dokumentation haben wir im Vorfeld auch schon gehört. Die Dokumentationen sind einerseits die Dokumentation, die der Lernende über die ganze Zeit gemacht hat. Da reden wir aber von der Dokumentation, wo er über seine IPA-Arbeit schreibt. Also er begleitet eigentlich seine Arbeit auch schreibtechnisch. Beschreibt, wie er sich gefühlt hat, beschreibt, wie er auf das Projekt gekommen ist, warum er vielleicht da und dieses als Projektarbeit gewählt hat oder als Teil von seiner Projektarbeit. Also auch da merkt man aus dieser Dokumentation dann auch seine Beweggründe, sein Können, seine Sachen, die er halt vielleicht, wo ihm gut gelaufen ist oder wo er ein bisschen Mühe gehabt hat. Auch da wieder ein wichtiger Bestandteil, um nachher auch zu bewerten können. Und auch für den Kandidaten ein bisschen die Möglichkeit, sich auch zu argumentieren, auch können zu äußern zu seiner Arbeit, nebst dem, dass er auch die Möglichkeit hat, dann in der Präsentation und zum Fachgespräch. Also auch da, wie gesagt, die Zeitspanne, der ein oder andere hat vielleicht mehr Dokumentation oder längere Dokumentation. Da sind wir, wie gesagt, nicht in Stein gemeißelt, aber es sollte so sein, dass man ein bisschen Fleisch am Knochen hat und dementsprechend, weil es auch gleich bewertet wird, dass man da auch so ein bisschen Informationen kann am Ausbilder und an den Experten weitergeben, wo ein bisschen Dokumentation für seine ganzen 2- oder 3-tägigen Arbeit beinhaltet. Denn Präsentation und das Fachgespräch ist eine grosse Neuerung, da haben wir bisher noch nicht so drin gehabt. Eine spannende Sache, weil man halt wirklich seine Arbeit auch präsentieren kann. Es ist uns bewusst, nicht jeder steht gerne an und präsentiert irgendetwas. Aber es wird sowohl im UK wie auch zum Teil in der Schule, im Unterricht, wird auf das auch hingeschafft. Das Präsentieren ist mitunter ein wichtiger Faktor in unserer Arbeitswelt. Da wissen Sie genauso wie wir. Wir wollen ja etwas verkaufen. Man präsentiert auch gerne das, was man geleistet hat. Und so denken Sie mir auch so ein bisschen, dass das auch im Interesse vom Kandidat oder Kandidatin wird sein, dass man mit Stolz anstehen und sagen, das habe ich produziert aus diesen und diesen Teil, mit diesen und diesen Unterhaltsarbeiten oder vielleicht mit dem Fachgespräch, das ich jetzt schon mit dem Kundenseitig vielleicht angeschaut habe. Also es geht hier primär wirklich darum, um die Arbeit, die man geleistet hat, auch können zu präsentieren, die den Experten schmackhaft zu machen, weil wir im Hinblick auch haben, die Experten sind nicht während der ganzen Zeit da. Die wollen ein bisschen wissen, was das geleistet worden ist und dementsprechend wollen sie natürlich auch dann die Infos haben, um auch fair bewerten können. Das Fachgespräch wird auch im Anschluss sein. Wie gesagt, die beiden Sachen haben wir schon ein bisschen erwähnt. Die sollten nicht direkt nach der Prüfung oder nach deren IPA sein. Also es ist nicht zu verstehen, dass man dann kaum Maschinen abgeschaltet hat, sagt man so, jetzt gehen wir ins Sitzungszimmer, hast 5 Minuten Zeit, dann würden wir gerne das Fachgespräch machen. Sondern das ganze Fachgespräch und Präsentation wird an einem separaten Tag stattfinden, wo sich sowohl der Kandidat wie auch die Firma vorbereiten kann.
sich mit aller Ruhe in neuer Frische sich auch vorbereiten und dementsprechend dann den Termin, der aber bereits vorher auch definiert worden ist, dass man da frisch stattfinden kann. Das Fachgespräch wird wiederum halt untermauert oder vor allem ein bisschen gefüttert mit den Dokumentationen über die ganze Lehrzeit. Da möchte ich auch nochmal appellieren, jetzt, wo noch genug Zeit ist, dass man wirklich den Kandidaten jetzt schon sagt, dass ein Arbeitsbuch, ein Werkbuch, ein Dokumentationsbuch in dieser Art auch wirklich schon gepflegt wird, weil wir haben jetzt noch Zeit, um wichtige Sachen, wichtige Einstellungssachen vielleicht oder auch spezielle Aufträge, dass man da so ein bisschen die Dokumentationen pflegt, um den Experten auch ein bisschen Fragestellungen zu geben. Es ist auch immer angenehmer, wenn man weiss, die Sachen, die ich eingegeben habe, auf da wird dann auch irgendwo eine Frage rauslaufen. Sonst ist es so, dass der Experte dann halt einfach allgemeine Sachen fragt oder Sachen, die vielleicht zum Betrieb ist, wo dann halt aber, sagen jetzt mal, irgendwo dann auch für den Experten halt schwieriger ist, etwas zu finden, wie wenn man sagt, das sind meine 10 oder 12 Dokumentationen, die ich gemacht habe in 4 Jahren. Da weiss ich Bescheid, da bin ich der Profi drin und dann kommen auch dementsprechend Fragen über da. Also auch da ganz sicher, man macht es sich ein bisschen angenehmer, wenn man auch ein bisschen weiss, was könnte gefragt werden beim Fachgespräch, weil man die Dokumentationen halt auch gepflegt hat. Die Dokumentationen wird, wie gesagt, auch im UK schon geschult, wie man so etwas macht, wo dass man es ableitet. Man kann die aber auch in einem Buch in ganz plausibler, normaler Form haben, in einem Ordner neben der Maschine. Da ist sicher auch möglich. Das muss nicht alles irgendwo abgelegt auf der Cloud sein, aber es muss wirklich auch gepflegt werden, dass man die zur Hand hat. Da sind wir bei einer Zeitvorgabe von etwa 1 bis 2 Stunden. Wie gesagt, es ist eine Maximalvorgabe. Es ist nicht das Ziel, dass man dann einen halben Tag eine Präsentation und Fachgespräch macht. Es wird auch hier eine Schulung geben für die Experten, dass man sich dementsprechend sich auch fachlich richtig verhaltet, dass man sich den gepflegten Umgangsformen und von den ganzen Abläufen auch pädagogisch richtig verhaltet. Es wird nicht das Ziel sein, zum Verhör stattfinden zu lassen. Also da wird es separat auch einen Kurs geben, wo man den Kandidaten und auch den Betrieb ganz klar sagen können, es wird für alle auch dementsprechend Hilfeleistung da sein. Denn bei dieser Präsentation und Fachgespräch ist es auch so, dass der Ausbildner dürfte anwesend sein, sofern es der Kandidat einwilligt oder auch wünscht. Er hat aber ganz klar eine Rolle im Hintergrund. Er ist nicht aktiv an dem Gespräch dabei, sondern es ist eine reine Besucher- oder Zuhörerrolle. Aber es ist nicht verboten, dass der Ausbilder dabei ist. Es muss einfach der Kandidat sein Einverständnis dazu geben, dass man auch dementsprechend nicht irgendwo eine Hemmschwelle hat oder vielleicht irgendwie sich gedrängter gefühlt wie sonst. Dann wichtig von der IPA vielleicht noch, auch noch ein wichtiger Aspekt. Wir haben die Ausführung und Resultat, wo wir gehört haben, dass wirklich der Ausbildner da eine grosse Rolle hat, eine grosse und wichtige Rolle, weil er den Kandidaten auch über 4 Jahre kennt. Also es ist nicht eine Momentaufnahme von 1-2 Tagen, sondern über die ganzen 4 Jahre hat der Kandidat auch begleitet. Darum hat er 60% von dieser Bewertung, die dann auch in die Noten einfließt. Die Dokumentation, die dann von den Experten bewertet wird, da sind wir mit 10%. Also im ersten Moment denkt man nicht so viel, aber in der Summe eigentlich gleich dann relevant. Also es ist nicht irgendwie auf die leichte Schulter zu nehmen, sondern die Dokumentation bildet gleich einen Bestandteil, der unter Umständen noch Einfluss haben kann, der wichtig ist. Denn die Präsentation haben wir auch mit 10% nochmal drin gewichtet und das Fachgespräch dann mit 20%. Wenn man zusammenzählt, 60% der Ausbildner, die Ausbildnerin Bewertung und 40% die Experten. Also wir haben hier wirklich das Gewicht ein bisschen anders wie früher, wo man einfach nur einen Besuch bekommen hat, das ist bewertet worden und die zwei Herren oder die gemischten Teams sind wieder gegangen und man hat dann irgendwann eine Noten bekommen, sondern da wird auch diskutiert. Also gerade der erste Teil von diesen 60% Position 1, die wird auch die Experten und der Ausbilder, die sich austauschen. Beim anderen Teil ist es so, der Ausbildner wird nicht dabei sein, wenn dieselbe Note gemacht wird. Also die Experten wissen alle Noten, die es schlussendlich dann auch eingehen. Und der Ausbildner weiss seine Noten und der Rest wird dann dementsprechend in der Gesamtnote auch wieder an ihn und an den Kandidaten natürlich mitteilt.
Denn hier haben wir auf der Folie noch ein bisschen Positionen und Gewichtungen im Gesamten. Wie gesagt, mein Bereich ist vor allem der IPA-Bereich. Sie werden die Dokumentationen auch dementsprechend früher schon überkommen. Das ist ein Auszug aus den Ausführungsbestimmungen, wo klar definiert ist, welcher Bereich was gewichtet ist. Das ist nicht irgendwie einfach eine Erfindung von uns, von der Arbeitsgruppe, sondern das sind Dokumente, die automatisch auch vom Bund und Kanton abgesegnet werden. Somit nichts Neues, sondern eine Rahmenbedingung, wo wir uns daran gehalten haben und auch halten werden. Vielleicht nochmal die grössten Neuerungen oder die grössten Veränderungen, die Sie als Betrieb, als Ausbildner oder auch als Kandidaten so ein bisschen, werden erleben. Es können definitiv reale Aufträge benutzt werden. Also es ist nicht irgendwie fiktiv, dass Sie ein Papier bestellen. Sie müssen irgendwelche Zeit zur Verfügung stellen, wo Sie nicht auch könnten produktiv nutzen oder auch verkaufen. Ich denke jetzt mir zum Beispiel auch irgendwo nicht nur reale Aufträge, die man benutzen kann, sondern man kann zum Beispiel sagen, die Walzen stellen wären jetzt sowieso jetzt wieder nach gewesen. Dann können wir gerade kombinieren. Wir warten bis dann und dann gerade die Walzen stellen. Logischerweise nicht 8 Stunden in dieser Prüfungszeit. Aber man könnte zum Beispiel 2 Stunden sagen, die ersten 2 Stunden, die machen wir Prüfung. Und den Rest stellen wir einfach die Werke dann noch für den regulären Betrieb. Oder man kann eben, wie gesagt, Aufträge, Teilaufträge auch so verkaufen und die kombinieren. Es ist nicht nur ein grösserer Aufwand für Sie, sondern auch der Mehrnutzen, dass man nicht irgendwelche Produkte druckt, ausrüstet, irgendwie veredelt, wo nachher einfach bei Ihnen ins Lager gehen und Sie müssen archivieren ein halbes Jahr, sondern dementsprechend auch wirklich ein bisschen einen Nutzen auch privatwirtschaftlich haben. Denn die Abschlussarbeit ist sicher fairer und auf die Ausbildung zugeschnitten. Wie gesagt, ganz am Anfang, wir gehen nicht irgendwo in einen Betrieb, wo vielleicht im Rotationsdruck schafft, wo vielleicht irgendwie im Tiefdruck, im Digitaldruck ist und sagt, wir machen da einen Umschlag oder wir machen da irgendeine Postkarte, sondern der Betrieb, der Kandidat wählt selber, was sie am jeweiligen Zeitfenster für eine IPA machen. Das, wann er auch 4 Jahre lang hat dürfen, gelernt bekommen und auch stark drin ist. Also es geht ganz klar darum, zu wissen und zu prüfen, was ein Kandidat kann und nicht, was einer nicht kann. Denn der Ausbilder hat eine grosse Mitbewertungsarbeit, also eine grosse Verantwortung auch. Wir haben im Vorfeld auch schon gehört, dass es meistens so eine Tendenz ist, ja, dann gibt es jetzt nur noch 5,5. Da ist nicht so. Also ich darf als Chefexperte von den Interactive Media Designer und von den Printmedia Praktiker 1:1 sagen, dass es nicht so ist. Tendenziell ist es eher so ein bisschen, dass man sagt, ja, ich schaue über ganze 4 Jahre und der hat ja schon beim 2., 3. Lehrjahr den und den Fehler schon immer gemacht. Jetzt ist es wieder passiert, jetzt bewerte ich das auch. Also da, sage ich jetzt mal, ist die Tendenz eher so, dass man streng, aber fair irgendwo bewertet und die Angst oder die Vorurteile können wir vermutlich ausschliessen, dass wir da irgendwo in einem Bereich hinein sind, wo wir dann einfach nur noch geschenkte Noten haben oder irgendwie mit Goodwill und so. Da ist nicht zu rechnen und natürlich wir als Chefexperten werden bei der Eingabe auch dementsprechend noch ein bisschen schauen, dass die Projekte auch über das Breite fair sind und nicht nur einzelne Projekte. Wir sehen alle Projekte und werden dort auch ein bisschen steuern können, dass halt wirklich nicht passiert, dass jemand 10 Stunden lang eine Unterhaltsarbeit am Zylinder macht und irgendwie nur eine halbe Stunde oder vielleicht noch weniger etwas druckt, sondern die Kann- und die Muss-Kriterien, die sind logischerweise zu erfüllen. Die werden Sie auch noch separat bekommen und sicher darauf geschult werden, dass Sie wissen, was möglich ist und was eher halt nur ergänzend ist. Dann Dokumentation über die ganze IPA-Phase. Auch da wirklich, es bietet sich an, dass ein Kandidat während dieser ganzen Phase schon Notizen macht, die Einträge im Journal dementsprechend macht und nicht erst am Schluss, wenn irgendwie alles vorbei ist, ansitzt und da dokumentiert, sondern vorzu möglichst wirklich seine ganzen auch Erfahrungen drin hineinbringt, was ist gut gelaufen, was nicht. Alles, was in dieser Dokumentation auch drin ist, hilft natürlich nachher auch den Experten können nachvollziehen, wie die Arbeitsstand gekommen ist, wie die ganze Projektarbeit war. Es muss nicht nur Negatives, nicht nur Positives drinstehen, sondern es sollte einfach so ein plausibler Verlauf über die ganze Zeit geben, wo man einfach nachvollziehen kann, was passiert ist, während der Kandidat sein Projekt vollendet hat.
Die Präsentation und das Fachgespräch, wie gesagt, findet am Schluss statt, wird aber vorher schon ganz klar definiert, wenn es ist. Also man macht nicht einfach mal die Arbeit und dann sagt man, ich melde mich dann, wenn ich so weit bin, sondern da wird vorab dementsprechend auch definiert. Ein wichtiger Aspekt, den man aus der Erfahrung herauskennt von den anderen Berufen, ist auch ganz klar, dass man es nicht zu lang verstreichen lässt, ziemlich zeitnah das Ganze, wie gesagt, einen gesunden Rahmen, um sich vorbereiten, um irgendwo mal durchschnaufen, nach deren Arbeit sich vorzubereiten auf das Fachgespräch, aber jetzt nicht zwei, drei Wochen später, wenn irgendwo die ganze Arbeit ein bisschen im Hinterkopf ist. Also das sollte möglichst zeitnah sein, auch für den Kandidaten oder im Interesse des Kandidaten. Auch die Besuche, die sind von den Experten zwischendrin, die werden ja auch dementsprechend angekündigt, die machen wir miteinander ab. Also der Kandidat muss nicht Angst haben, dass es jetzt mal klopft. Und dann steht der Experte da und er kommt genau im dümmsten Moment, wo man dementsprechend gerade Stress hat oder irgendwo unerwartet ins kalte Wasser geworfen wird. Da wird klar abgemacht. Vielleicht ist der Experte auch so, dass er einen Teil besonders spannend findet, den gerne zuschauen kommen. Aber wie gesagt, das sind ein bis maximal zwei Besuche. Vielleicht kommt einmal der eine Experte, einmal der andere Experte. Das kann unterschiedlich sein. Beim Fachgespräch und bei der Präsentation werden garantiert beide Experten dabei sein. Da geht es wieder auch darum, zu einem Vier-Augen-Prinzip oder dementsprechend auch einen gemeinsamen Nenner zu finden, dass es auch die Willkür ausgeglichen ist. Von dort her kann es beim Besuch auch mal der eine oder nur der andere sein, weil es halt vielleicht irgendwie auch ganz spannend ist. Dann hier nochmal der wichtigste Satz, der mir persönlich sehr wichtig ist, weil es ist wirklich so, wie man ein bisschen dran angeht. Wir sind allgemein gebeutelt von Neuerungen. Wir sind eine Branche, die sehr flexibel sein, agieren muss. Da ist es auch von der Prüfung her halt einfach nötig, dass wir hier auch den gewissen Weitblick offen haben, uns nicht versperren vor einer Neuerung. Es ist im ersten Moment viel. Es ist eine komplett neue Prüfungsart, das ist uns bewusst. Wir haben uns schon ein bisschen mehr damit befasst in der Arbeitsgruppe. Darum sind wir auch ein bisschen überzeugender, wie vielleicht der ein oder andere, der jetzt zum ersten Mal gehört hat von dem ganzen Projekt. Aber ich bin mir sicher, dass wir da, wenn alle die Rädchen miteinander auch dementsprechend drehen und wir da Hand in Hand rein für einen Kandidat und für einen Betrieb auch eine faire IPA könnt auf die Beine stellen, dass das auch funktioniert. Aber es braucht ein bisschen Umdenken für alle. Es braucht ein bisschen mehr Arbeit, bis das schön verteilt ist. Aber ich denke, wir werden da sicher eine gute Sache haben und vor allem eine faire Sache, die einfach für alle zugeschnitten ist. Das wäre es von meiner Seite gewesen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wie gesagt, es wird zu allen Bereichen für alle Parteien auch noch eine Schulung geben. Also von dem her ist nicht mit dem jetzigen Tag der Startschuss da, sondern wir werden dementsprechend noch alle Bereiche so schulen. Und freue mich, Sie dann auch dann wieder zu sehen. Danke vielmals.
Ja, geschätzte Damen und Herren, wir sind bei der Fragerunde angelangt. Es hat nur ein paar wenige Fragen für den Moment. Wie gesagt, wenn Sie im Nachgang Fragen haben, rund um die IPA, wir stehen Ihnen telefonisch oder per E-Mail jederzeit zur Verfügung. Ich darf die Fragen aufgreifen, die wir haben. Einerseits eine Frage aus dem Chat. Muss das Arbeitsbuch neu in elektronischer Form geführt werden und den Experten zur Verfügung gestellt werden? Es wäre ideal, wenn Sie das machen können, wenn Ihren Lernenden vielleicht Gelegenheit hat und das kann als PDF nachher ins Sephir reinladen. Wäre das ideal, wenn Sie es am Schluss aber nur in Anführungszeichen analog parat haben, dann ist auch das kein Problem. Dann müssen Sie schauen, dass die Experten frühzeitig irgendwie zu einer Kopie von dem Arbeitsbuch kommen. Dann eine Frage aus dem Bereich zu der IPA selber. Gibt es Kriterien bei der Eingabe der Arbeit bezüglich der Farbigkeit und Verarbeitung? Soll das ein kundenspezifischer Auftrag sein oder kann es auch eine intern erstellte Form sein? Bezüglich der Farbigkeit kann das die Farbigkeit haben, die Sie bestimmen. Das kann auch Gold sein, wenn Sie wollen. Sie können einen Kundenauftrag nehmen, das wäre ideal, aber wenn Sie das nicht wollen oder nicht können, dann kann das selbstverständlich auch eine fiktive Form sein, eine interne Form. Es könnte eine Mitarbeiterzeitschrift sein, wo Sie betriebsintern machen. Die Möglichkeiten gibt es alle. Das sind die zwei Fragen, die uns im Moment erreicht haben. Das Angebot steht. Genau, jetzt kommt noch eine zweite. Der Marco Jurt meldet sich noch die Frage. Wenn praktische Arbeit 16 bis 24 Stunden dauert, kann es sein, dass in dieser Zeit 10 Aufträge gedruckt werden. Ja, das ist richtig, ja. Also es gibt ja noch andere Kriterien, die man erfüllen muss in dieser IPA. Man muss einfach schauen, dass die Gesamtsumme der Sollkriterien erfüllt ist. Aber wenn Sie 10 Kleinaufträge haben oder wenn bei dir, Marco, 10 Kleinaufträge laufen, ist das klar, kann das gut sein. Wie der Patrick Brau erwähnt hat, die Arbeit muss nicht zusammenhängend sein. Es könnte auch Teilelement sein von verschiedenen Produkten, die Sie machen, über einen bestimmten Zeitraum. In dem Sinn, besten Dank für Ihre Anwesenheit. Ich möchte noch einen kleinen Werbespot machen, quasi für Sie oder einen Werbespot für Promotion. Wir haben neues Promotionsmaterial, einerseits Factsheet, andererseits Falzflyer, wo Sie bei uns können für Ihre Promotionsarbeit bestellen. Wir haben ganz neu seit gestern Abend aufgeschaltet eine Datenbank, wo Sie auch über den Bereich Grundbildung, Tools für die Ausbildung oder Nachwuchswerbung sind zwei Bereiche, wo Sie einen Haufen Unterlagen finden. Werden Sie fündig mit einer Datenbank, wo es sehr viele Fotos hat, in allen möglichen Auflösungen und Format, hoch, quer, gross und klein, verschiedene typische Tätigkeiten aus dem Arbeitsalltag von einer Medientechnologin sind fotografiert. Die Bilder sind für Sie frei verwendbar. Es gibt auch eine Datenbank mit Videosequenzen. Es ist alles zusammengehängt. 40 Minuten Video aus den verschiedensten Bereichen der grafischen Prüfung. Es hat einen umfangreichen Bereich für die Medientechnologen dort drin. Es hat, wenn Sie Weiterverarbeitung machen und das ein Thema ist, auch Sequenzen Weiterverarbeitung. Sie können auch das Filmmaterial kostenlos verwenden und in Ihre eigene Promotion einbauen und haben so eigentlich aus einem Guss identisches Material, das für Sie für die Promotion erstellt ist, das Ihnen den Arbeitsalltag soll erleichtern soll. All das, wie gesagt, online auf der Webseite von Wiscom. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Interesse. Ich freue mich riesig auf das erste QV im Sommer 2023 und dann auf die ersten Lageberichte aus den verschiedenen Prüfungskreisen, wie das gegangen ist für Sie. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag und danke für die Aufmerksamkeit.